bin die Angelika. Ich bin 47. Wir haben 3 Kinder, Erwachsene, die mit dem ganzen Wahnsinn hier groß geworden sind. Ich bin der Matthias. Ich bin 49 Jahre alt und ich habe vor 25 Jahren angefangen mit diesem Weihnachtswahnsinn. Und das ist jetzt dann letztendlich draus geworden, diese Größe. Und unser Aufbau dauert ca. 8 bis 9 Wochen. Wir fangen Anfang Oktober an, da geht der Dachboden auf, wird alles runtergeholt und das Chaos ist dann perfekt. An den Wochenenden ist schon hier was los. Also dadurch, dass wir auch den schmalen Gang nur haben, treten sie sich schon etwas auf die Füße. Aber wir sind, ich denke mal, so zwischen 1200 bis 1500 Leute, die bestimmt in den Wochen vorbeikommen, ja, und sich das anschauen. Also Freunde, Familie, die wissen einfach, das ist für uns kein typisches Weihnachten, sondern das ist einfach, das gehört zu uns. Das ist einfach unser Leben, ne? Ja, definitiv, ja. Also die Menge ist zusammengekommen, sage ich jetzt mal, weil wir alle beide schon so ein bisschen verrückt sind. Es ist ein verrücktes Hobby. Dann überlegen wir schon, weil wir natürlich ein Budget haben, wo wir sagen, das wollen wir nicht überschreiten, aber das haben wir, glaube ich, dieses Jahr schon leider überschritten. Meistens liegen so im Jahr zwischen 700 und 900 Euro für Deko aus. Und wir machen das am Samstag auf, 2. Dezember, ab 17 Uhr ist immer geöffnet, weil es da eben dunkel wird. Da stehen die Leute dann schon hinten am Tor und dann ist dieser Wow-Effekt. Also das heißt, sie stehen, wenn es noch dunkel ist, und wir machen dann den Schalter vorne an und dann geht alles plötzlich auf einmal an. Wir haben ca. 150, 160 von den Hartplastikfiguren. Lichter haben wir ca. 35 bis 40.000 hängen. Und da haben wir noch die etlichen Aufblasfiguren, 40, 42 Stück. Dann haben wir noch die Lichtschlauchfiguren, auch noch mal so um die 30 bis 40 Stück. Rentiere, so um die 15 Stück. Ich habe mir da jetzt gar nicht drüber Gedanken gemacht, dass wir die Einnahmen wieder reinkriegen. Also von interessiert daher, eigentlich gar interessiert nicht. Eigentlich gar nicht mehr. Weil wir es einfach just for fun machen. Das ist einfach unser Leben.